Ja, der Countdown läuft, liebe Zuschauer, und jetzt wird es ganz still in Bayern. Ich schaue auf die Uhr, wir haben noch etwa 30 Sekunden und der Andreas Bachmann, der holt schon tief Luft für die Prognose. Andreas? Ja, also ist es, Stefan, 17.59 Uhr und 40 Sekunden, also noch 20 Sekunden sind es, bis wir hier die Zahlen für die Landtagswahl 2008 im Freistaat Bayern verkünden können. Es ist ein spannender Abend wie selten zuvor. Noch 5 Sekunden, bis der Balken sich bewegt. Die Ergebnisse 2008 für die Landtagswahl. Die CSU kommt auf 43%. Die SPD erreicht 19%. Bündnis 90 Die Grünen kommen auf 9,5%. Die Freien Wähler schaffen erstmals den Einzug in den Landtag mit 10,5%. Die FDP erreicht 8%, ist wieder im Bayerischen Landtag. Und die Linke nach derzeitigem Stand draußen mit 4,5%. Andere Parteien 5,5%. In Gewinnen und Verlusten sieht das dann so aus. Die CSU verliert massiv. Und zwar 17,7%. Auch die SPD kann nicht profitieren, verliert noch einmal 0,6%. Die Grünen gewinnen leicht dazu, 1,8%. Die Freien Wähler sicherlich die großen Gewinner des heutigen Abends, plus 6,5%. Die FDP der zweite Gewinner, plus 5,4%. Und die Linken schaffen zwar aus dem Stand plus 4,5%, sind aber nach derzeitigem Stand noch nicht im Landtag, andere so gut wie unverändert. Was bedeutet dies nun für die Sitzverteilung im neuen Bayerischen Landtag? Die CSU erreicht 86 Sitze, verliert 38 Mandate. Die SPD verliert auch noch einmal 3, kommt auf 38 Mandate. Die Grünen gewinnen 4 Mandate hinzu, 19. Die Freien Wähler ziehen mit 21 Abgeordneten in den Bayerischen Landtag ein und die Freien Demokraten erreichen 16. Was bedeutet dies dann nun für die Mehrheiten im Bayerischen Landtag? Die absolute Mehrheit liegt bei 91 Sitzen. Das heißt also, die CSU schafft es alleine nicht zu regieren, ist auf Koalitionen angewiesen. Mit der FDP würde sie auf 102 Stimmen kommen und mit den Freien Wählern sogar auf 107. Das wären dann komfortable Mehrheiten. Wie gesagt, alleine würde es die CSU nicht schaffen. 86 Sitze sind unter der absoluten Mehrheit. Wir sehen das hier auch noch einmal. Die absolute Mehrheit wäre eben bei 91 Sitzen. Andererseits heißt es auch, dass natürlich es eine Mehrheit jenseits der CSU gibt, nämlich aus SPD, Grünen, Freien Wählern und der FDP. Die kämen als sogenannte Viererkoalition auf 94 Sitze. Aber die FDP hat ja nun auch schon gesagt, dass sie diese Viererkoalition nicht mitmachen würde. Soweit also jetzt erstmal zu diesem Stand das Ergebnis, die Prognose. Dankeschön, Andreas. So, liebe Zuschauer, und ich höre, wir können gerade reihum in die Parteilager schalten und dort Reaktionen und Emotionen abholen. Voilà. Als diese Zahlen jetzt zum ersten Mal hier über den Bildschirm gingen, da sah man doch teilweise blankes Entsetzen. Wie eine Watschen sprang das ins Gesicht. Es ist nicht weniger als ein Schock, das ist man bei der unbesiegbaren, bisher unbesiegbaren Partei CSU in Bayern nicht gewöhnt. Und wir haben auch gehört, dass der Fraktionschef Georg Schmid verlauten hat lassen, ein schwarzer Tag hinter den Kulissen, sozusagen ein erstes Statement.